auch nichts. Ah, okay, also hier wäre auch eine Quest. Ich glaube, da gehen wir auch hin, ne? Alex, sein Inventar. Oh, ich bin relativ leer. Alles gut. Kann ich die Münzen stacken? Ja, die kann man stacken, Alex. Ja, nice. Wo ist eine Quest? Na, hier links runter. Hier links runter und dann immer weiter tiefer runter. Wenn du oben auf die Minimap guckst. So, folge dem Gebirgspass, ja. Reise, genau. Reise über den Gebirgspass, ja. Dann machen wir das, oder? Machen wir das, ja. Na, anders kommen wir ja sowieso nicht lang. Wie gesagt, die Pflanzen alle mitnehmen. Hier ist ein Erdhaufen. Walk in the way of dawn. Keine Ahnung, Alex, ich habe ein paar Kleinigkeiten bei dir rausgenommen. Auf einmal hast du bei mir sehr wenig. Du hast nur noch 36,3. Stimmt es, wenn du bei Tab bei dir reinguckst? Okay, ich habe auch Sachen rausgenommen. Ah, okay, David. Gut, warte, David, ich nehme dir auch nochmal was ab, damit wir, du noch ein bisschen was mitnehmen kannst. Dann warten wir erstmal auf Pilar, würde ich sagen. Jo. Gerade eben stand ich ja noch neben dir, aber warte. Ja, Pilar ist doch egal, wenn... So. Sie müssen ja nicht gleichmäßig verteilen. So wer will denn diesen Trank haben, David? Willst du den haben oder soll den Pilar kriegen? Dieser Arkan-Kultivierung? Zauberspruch 3 wäre, glaube ich, für ihn besser. Achso, warte mal, ich wollte mir mal noch das Geld, ich bin gleich bei euch, wollte mir noch mal das Geld von Alex rausnehmen. Ich wollte mal noch einen Zauberspruch lernen. Gut. Alex hat hier ein bisschen Schotter. Haben wir nicht noch mehr Schotter? Nee, ja, nur David Goldstücken, hat noch ein bisschen oder? Schotter. Otter. Nee, und Jusen hat 1500. Jetzt nicht. Ich hab ihm mal alles reingepackt. Ach ja, den Zauber konnte ich nicht erlernen. Den Heilungszauber. Kannst du den vielleicht erlernen, David, den ich bei mir im Inventar habe? Nee, manche Zauber kann man, glaube ich, nicht erlernen. Okay. Spinnennetz. Oder du kannst dir später erlernen. Ruf ihn nochmal auf. Spinnennetz habe ich jetzt erlernt. Heilungsrolle, das brauche ich alles noch nicht erlernen. Das haben wir schon alles. Das macht auch nicht so Sinn. Ja, sonst könnte David halt bloß noch mal wegen Heilung gucken. War alles gut. Ob er das erlernen kann, aber ich glaube, wie du meintest, das geht nicht. Ne? Nee, Sachen kann ich nicht erlernen. Aber wie gesagt, hebt mal auf, vielleicht kannst du ihn später erlernen. Ja, aber wir brauchen im Notfall vielleicht auch mal zum Einsetzen. Ich habe hier noch heiliges Wasser, das macht 3 bis 18 Schaden gleißend. Okay. Ja, das hätten wir gerade gegen die Ritter annehmen können. Ja, will das jemand haben? Weil ich setze so eine Sache nicht ein. Ich bin stärker, wenn ich. Aber machst du, das Wasser nicht auf deine Dings drauf? Deine Waffe? Nee, ich glaube, du wirfst das. Achso. Beiden Zauberstäbe, die Alex gefunden hat, die ich bei mir reingezogen habe, die machen auf jeden Fall mehr Damage. Wenn ich so angreife, aber haben keinen Extra-Effekt. Aber mein Stab, den ich gerade habe, der hat einen Effekt bei Zaubertricks und Blitzladungen, dass ich nochmal zwei mehr Schaden mache. Aber dafür ist der Angriff bei den ganzen Standard-Zauberstäben und dem nur 0 bis 5. Und wenn ich einen Standard-Zauberstab jetzt nehme, den Alex hatte, des Feuers oder des Blitzes, der macht 2 plus 2 D4-Würfe. Also 2 bis 8 Schaden nochmal extra. Das ist ja die Frage, ob du jemals zuschlägst. Naja, das eine, das beim Feuer bewirkt eine Explosion nebenbei noch und das beim Blitz. Damit kann ich halt auch alles, was in Wasser oder so ist, kann ich da halt auch. Ne? Aber der Zauber, also den Stab, den du jetzt so drin hast, der bewirkt, sobald du einen Zauber einsetzt, was du ja die ganze Zeit machst, machst du danach mehr Schaden, weil du 2 Blitzladungen bekommst. Genau. Deswegen nimm doch die Blitzladung aus. Und wenn ich lass das auch drin, aber ich habe voll die Auswahl, weißt du? Wenn Nekromantie ist, kann ich die Waffe wechseln. Wenn jetzt was mit Special mit Blitz ist, kann ich die Waffe wechseln durch Special mit Feuer. Ist eigentlich gar nicht ich so. Ich glaube, hier kommt ein Gegner. Ja, lass uns das mal weiter. Wir laufen. Achso, ich könnte ja mal speichern. Ja. Ja. Ja, ist gar nicht schlecht. Achso, ich heile mich mal kurz. Hm.
Shaolin, willst du dich auch heilen und Devil vielleicht auch? Dass jetzt wirklich irgendwas kommt? Nö, bei mir passt es. Ich krieg ja Heilung, wenn ich jemand anders heile. Oh. Und ich habe nur 8 Leben weniger, also lohnt sich noch nicht. Dein Abenteuer geht weiter, vergewissert, dass du alles erledigt hast? Schon wieder? Nee, ich würde erstmal hier, glaube ich, erstmal weiter gucken, oder? Aber wir können hier nicht in die Richtung weiterlaufen. Wir können nirgendwo anders. Oder? Na doch, rechts kann man noch lang. Der Karte. Mann, ich hab schon wieder einen Kartenbug. Also, ich bin jetzt irgendwo unter der Map. Im Osten können wir noch weitergehen. Alter, also drück mal O, dann geht die Karte manchmal normal. Ich will jetzt bloß nicht halt so viel von der Hauptstory hintereinander machen, ohne denn die ganzen Nebenquests zu machen. Zumindest ein paar, wir müssen ja nicht alle machen, aber. Na deswegen, ja, wir können ja jetzt so nach zum Osten gehen, ne? Ja, ich lauf dir hinterher, Alex. Wahrnehmung. So, bleib stehen, Falle. Beim Baum. Rechts von dir. Ja. Entschärf schon. Rückstoßmine. Ja. Die ist entschärft. Ich glaube, da vorne ist noch eine, ja. Ja. Okay. Die ist auch entschärft. Okay. Step carefully. Noch eine? Heiler. Warte. Ich guck bloß, ob ich noch eine sehe, weiter nach unten. Ne, bis zur Kreuzung da vorne sollte nichts sein, Alex. Ne, die siehst du nur durch Wahrnehmung. Ne, ne, man sieht sie auch so, ich weiß, wie sie aussehen jetzt. Also ich habe ja auch Wahrnehmung drin, weißt du? Deswegen sehe ich das auch. Es funkelt bei mir auch auf. Na, dann ist gut. Rechts ist doch irgendwas, oder? So ein Sack oder sowas? Ja, Alex läuft erstmal nach links durch. Ah, hier ist ein Typ. Approach the fairy in Lathander's Grace. Ja, hier ist ganz viel rechts. Na, hier, wo ich stehe, da ist ein Typ, mit dem ich quatschen kann. Das ist eine Dame. Soll ich mit der Dame quatschen oder wer will? Na, warte kurz. Ich wollte mit Alex hier oben nochmal kurz gucken. Er lootet hier schon. Ist nichts weiter, oder? This view is almost worth the walk. Will jemand quatschen oder ich? Warte doch einfach mal ganz kurz, bitte. Ich frag doch nur. Naja, er hat doch Peiler gerade gesagt, dass wir hier oben noch kurz looten wollen. Ich stehe davor, sag, wenn ihr soweit seid. Jetzt, noch einer. Genau. David? Ah! A friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. Do you see that wretched little hive? Nope. Ja, was sagt er? ja. David? Okay. It may look like a peaceful ruined temple, but it is overrun with brutish, stupid, rude Githyanki. They have the audacity to call that hole a creche, as if it weren't actually a murderous training camp. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Bei der können wir verkaufen. Ihr wollt mich doch verarschen. Nein, nur einfach irgendeins. Dir besser gefällt. Your choice. Naja, bei dem Kind ist, wird er feindlich. Das mit dem Ei, das zweite, ist einfach bloß die Frage. Und beim dritten geht's halt eher ums Geld, ne? Na, Geld ist nie verkehrt. Ja, okay. Ich bin bei David. Not enough. Clearly. The Society of Brilliance. Ask me to acquire one of their row, so they can incubate it, and once it hatches, raise the spawn in their tradition.
The society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. Hogwash, of course. A Githyanki can no more rise above its nature than gnomes can fly. Du hast doch nur das genommen, was noch frei ist, oder? Sind wir ehrlich? Nee. Ja, Palderus, was nimmst du? In diesem Spiel bin ich sehr traditionell. You've been sipping from the same goblet as the society. Perhaps you'd be willing to help then, to prove your point. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, you could simply purloin an egg. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Was hat sie denn für ein Problem mit Eiern, Alter? Ich will einfach ein Ei haben. Komm auch überzeugen, Alter, ja. Jo. Ja? Kannst du mal würfeln, warum nicht? Gut. Seid ihr euch mal einig? Hier, kriegst du einen Bonus noch von mir. Oh, ich kann dich kennen. Kann nur einer von euch einen Bonus geben, ne? Ach, schade. Aber es ist beides der gleiche, wäre doppelt echt cool. David, ich will geben. Oh! Alter! Ah, vielleicht kannst du nochmal würfeln. Na, dann kannst du mir noch deinen geben. Das ist ja echt. Erneut versuchen. Ah, eine Inspiration hast du noch, ja. Na, dein Jusen. Hab ich dir gegeben. Das ist aber auch echt mies, Alter. Eine 21, ja. Wow. 18 musst du würfeln. Naja. Oh, fuck. Mal Pech, Leute. Ne, greif mal die an, oder? Nee, wir werden einfach nur nicht im Voraus bezahlt. I'm afraid that's not how it works. Egg first, compensation later. Ja, sonst ist ja eh. Bad können wir jetzt Thema. Bei der noch was verkaufen? Ich glaube nicht. Dann können sie aber. Da darf ich eingreifen. Dann greife ich da rum. Ah. Handeln. Ha, ich kann mit der handeln. Oh, cool. Nice. Dann verkauf den ganzen Scheiß, den wir haben. Kann mir einer mal Gold reinpacken, bitte? Jusen, gibst du mir mal dein Gold? Hab schon dir rübergeschoben. Ich bin gerade in deiner Katze mit drin. Ich pack dir einfach. Oh, ja, ich will dich gerade mit der quatschen, ja. Blödsinn ist. Man kann doch irgendwie rausgehen, oder? Oben rechts ist ein X. Ah ja, stimmt. Ich pack dir alles rein, ja, Alex. Ich weiß nicht, wie viel Gold du brauchst, wir haben noch ein Lagergold. Ich hab noch dein Gold schon rübergepackt, die Jusen. Okay. Ich fummel ja in deinem Inventar die ganze Zeit schon rum. Nee, im Lager meine ich, nicht im Inventar. Ja, entspann dich einfach, das ist. Das wissen wir auch, Diggi. Die hatten Öl, Magier-Bannöl. Die Ziele erhalten einen Malus von minus 3 auf Zauberangriffswürfe. Achso, Jusen, zieh mal dein Auge an. Ja, cool, danke. Wie kann ich das anziehen? Ja, vielleicht Zinger ausrüsten. Das allsichtige Auge. Ja, cool, jetzt hat das auch an. Peiler? Ja. Hast du schon Stiefel? Ja, aber das einsichtige Auge ist eine Kette, Leute. Ich hab
Stiefel der, also die, wo wir die Spinne gekillt haben. Spinnenschritt. Immun gegen eingesponnen. Deine Bewegung wird durch eingesponnene Oberflächen nicht beeinflusst. Das Ding habe ich immer noch an. Ich habe hier Stiefel der Elementarwucht. Ui, wenn der Träger Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schallschaden mit einem Zauber oder Zaubertrick bewirkt, erhält er 2 Züge lang Wucht. Ui. +1 athletisch. Ja, aber bedeutet das, dass ich denn danach eher mit Angriffen angreifen sollte, oder? Ich weiß nicht, ob Wucht auch für Zaubertricks gilt. Ja, das ist halt meine Frage. Oh, aus. Du bist voll. Ja. Ich kann dir nichts mehr rumfangen. Genau, ja, probier es doch einfach aus und dann ist... Pack's mir oben mit rein. Ja. Ich verkaufe erstmal ein bisschen was, dann kannst du wieder reinpacken. Ja. David, du kannst dich auch noch bitte ausleeren. Ich habe nur Usen ausgeleert. Bin dann zu mir gegangen. Peiler, ich pack die Schuhe rein. Jo. Schuhe der Elementarwucht. Was hast denn du für Handschuhe, Peiler? Jo, warte noch. Und David, was hast du für Handschuhe? Such mal auf die Schuhe, die du mir gegeben hast. Ich hab dir noch keine Schuhe gegeben, ich hab die bei mir im Inventar, Digga. Du musst sie bei mir rausnehmen. Okay. Ich bin noch im Handeln. Was? Schuhe oder Handschuhe? Handschuhe, bitte. Bei Nahkampftreffern bewirkst du möglicherweise einen Malus, also jetzt nicht so gut. Ich habe Handschuhe des unheilvollen Schlags. Wenn du bei einem Waffenangriff Schaden bewirkst, erleidet das Ziel einen Malus von -D4 auf seinen nächsten Rettungswurf. Ja, gegen das deinen nächsten Zauber. Das ist gut. Du machst ja, Waffenangriff ist ja auch Bogen. Ja. Und dann würden die bei deinem gleißenden Licht oder bei deinem Feuerball ja einen Malus auf den Rettungswurf haben, weißt du? Ja, ist richtig. Gut, dann nehme ich den raus. Dann nehme ich die mit rein hier. Sind bei mir im Inventar. Kannst du die rausnehmen? Was? So, was ist das hier? Boah, ein Kampfstab, Alter. Peiler, den kaufe ich dir. Kakophonie, so rum. Ah, okay. Das ist denn der braune Ton, den ich damit flöte. Oder was? Alle kacken ein auf einmal. Es sieht so ein bisschen aus wie der Elderstab, Alter, aus Harry Potter. macht 2-12 Schaden. Musst du mal gucken, wie er dann bei dir Schaden macht. Aber auf jeden Fall 1d8 +1d6 Wucht und 1d4 Schallschaden. Hat eine Waffenverzauberung +1 und donnerndes Niederschrecken, ein Zauber des ersten Grades und Waffenaktion umwerfen. Oh ja, bitte. Das ist ja das krasseste überhaupt. Das hat ja das, was alle Stäbe, 4 Stück, die ich da habe, fast insgesamt haben. Ja. Aber ich heb mir die Stäbe noch auf, die können wir später mal verkaufen, die sind ja nicht schwer. Nur falls man mal umswitchen muss. Oh, der Stoff ist ja mal mega. Ich kann dir auch noch Zaubersprüche geben, Alex, die du verkaufen kannst. Ich habe da auch ganz viele Fünffach und so. Aber du hast dein Inventar ja auch noch fast voll. Ja, ich gucke hier gerade durch. Aber David hat da auch noch so ein paar Sachen, die er dir vielleicht geben kann. Willst du dir vielleicht noch aufheben, so die Billo-Bögen und so, oder was? David? Ach so, eine Inventar war kurzzeitig voll. Aber pack ihn den Rest noch rüber. Wie gesagt, wir können auch Zaubersprüche verkaufen. Da habe ich mit David auch so ein paar noch, die auf jeden Fall doppelt dreifach sind und so und die wir auch schon gelernt haben. Dann müsst ihr mir ja nur sagen, welche. Also, schiebe ich dir rüber, oder was?
Ja, ja, bis jetzt sind die ja nicht so viel Gewicht. Dann machen sie nicht, ja, aber die unnütz auch sind, die kann ich Alex doch geben. Hier irgendwie mit Toten sprechen, ist doch voll unnütz. Den Dings, ja, davon habe ich selber noch welche. Die geben gut. Mit Toten sprechen kann ich ja auch. Ist ja, ich habe ja den Zauber Level 3. Richtig. Und alles andere hebe ich mir halt noch mindestens einen auf und dann ist gut. Den Rest kann auch Alex haben. Das hier können wir auch schon. Ich muss dann aber auf jeden Fall nochmal ins Lager und Gold holen, weil hier ist eine Rüstung oder also ein Stoff drinne, der auf jeden Fall richtig krass für mich ist. Anmutiger Stoff, Anmut der Katze, Rüstungsklasse 10. Du erhältst Anmut der Katze und deine Geschicklichkeitswert wird um 2 bis auf maximal 20 erhöht. Wendig wie eine Katze, du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Geschicklichkeitsrettungswürfen. Und deine Sprungweite wird um 1,5 Meter erhöht. Richtig krass. Ja, das ist gut für dich, ja. Das ist richtig gut für mich, ja. Aber die kostet mega viel, Alter. Wie kann man nochmal Sachen trennen, Leute? Ah, okay. Shift. Brennende Hände und so kann ich verkaufen, ja? Ja, ja. Hier, brennende Hände, lass mal. Warum? Ich hab doch davon noch was. Ja, aber die könnte ich auch einsetzen. Wenn du Öl drauf machst, dann setz ich die ein, um... Dann nimm noch das, was ich hab. Dunkles Lichtzeug verkaufen? Ja. Habe ich noch einmal und kann ich selber so schon als Zauber mit reinnehmen. Falls es David noch erlernen kann. Hat jemand noch ein Gold? Vielleicht kann ich es erlernen. Jo. Nö, ich hab nichts. Hat jemand noch ein Gold? Fragezeichen, David? Ich hab nichts, Digga. Ja. Ich glaube, ich hab auch nichts im Inventar, oder? Nö. Nee. User auch nicht. Scheiße. Ja. Hast du doch noch halt Sachen zum Verkaufen? Oder? Nö, ist alles weg. Jetzt so. Warte mal, ich guck noch. Alles gut, ich hab's schon. Zack. Nice. Mehr Sachen hat die auch nicht, die krass sind. Gut. Jetzt hat die hat jetzt mega viel Gold, Alter. Bei der können wir jetzt ordentlich verkaufen. So ein Teleporter in der Nähe? Ja. A friendly face. Kann ich jetzt hier you are a sweet, sweet blessing, my dear. It may look like. Steht auf dich, Digi. I was doing them a hogwash, of course. Hat's ja doch alles vorhin schon gesagt, ne? Ja, das ist genau das you'll be well compensated, of course. Just bring me. Kann ich nochmal überzeugen? Oh, versuch gut. Auch 21. Warte. I'm afraid that's. Okay, nice. So, Pyla, ich pack dir dein Zeug bei dir rein. Mhm. So, Stiefel des Spinnenschreitens. Achso, Stiefel des Spinnenschritts hast du schon bei mir reingepackt. Ja, natürlich. Nicht gesehen. Ja, okay. Kann ich noch verkaufen. Ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wo soll ich das reinpacken? Ach, bei der Rüstung, schade. Aber ist ja trotzdem besser. Ist das so ein Medaillon oder Very Gift oder sowas? Muss ja auch gucken. Ich weiß nicht, was das halt. Will jemand meine Rüstung jetzt haben? Alter, Geschicklichkeit habe ich jetzt 19, richtig gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du musst gucken, 20. Kleidung, ich kann die anziehen. Ja, ja, genau, also ist leichte Rüstung. Ja.
Hast macht du, das denn Sinn? Einen Bonus ja, auf Heimlichkeitswürfe und so. Und Rettungswürfe. Ich habe bei meinem plus ein plus Wuchtschaden. Es wurde eine wesentlich besser. Ja, kannst du anziehen. Wann schlage ich zu? Ja. Na dann los. Dann gib mir deine da und dann kann ich die auch verrufen. Ja, dann gib mir deine rüber. Hab ich schon. Der Zauberstab ist auch bei dir drin. Ah, da. War weiter oben. Der geile Zauberstab. Ja, nicer, da ist er. Oh, macht immer noch 2 bis 10 Schaden bei dir, Alter. Ist dir gut? 2 bis 10, ja. Aber der Stab funkelt auch richtig. Krass, Digga. Ja. Ist ein Funkelstab. Echt nice. Ja. Ich habe ja auch noch die beiden Billo-Stäbe, aber wenn der Notfall ich halt nichts mehr groß machen kann, dann sind die halt meine Rettung halt. Mit 2x D4. Feuer oder Eis. Weiter jetzt, oder was? Ja, würde ich sagen. Aber meine Schuhe, meine Stiefel und mein Dings kannst du noch verkaufen. Meine Rüstung, Alex, die ich dir reingepackt habe. Ja, kann man ja wissen, wenn unser Inventar wieder voll ist, Digga. Okay. Ich muss ja jetzt nicht extra nochmal die ganze Cutscene da durchmachen. Für die Bedensachen. Achso, muss die ganze Cutscene dafür durch immer klicken. Ja, ich wollte die ganze Cutscene durchklicken. Das ist ja scheiße. Oh, okay. Ja, deswegen. Gucken wir erstmal. Hier ist eine Seilbahnrolle. Ja, und hier oben ist eine Seilbahn. Noch links runter oder? Komm mal auf die Seilbahn. Da kommen wir dann drüben an. Oh, ich kann würfeln. Soll ich mal würfeln probieren? Auf was denn? Ich habe gerade hier dieses Rad angeklickt und konnte würfeln. Man kann auch nichts weitermachen. Entweder heißt es, wenn Jusen richtig würfelt, die kommt nach oben und wir können nach unten fahren, oder wir müssen laufen, glaube ich. Was anderes ist das nicht. Probier dich, Jusen. Viel Glück. Hey, ich hab's geschafft. Oh, nice. Nice. Kommt sie jetzt hoch oder kannst du dran drehen? Keine Ahnung, das war nur geschafft. That was tough. This can't have been used in a while. Na gut, wer will mit mir außen rumgehen und wer will mit der Bahn fahren? Also ich fahre mit der Bahn, ich hab's immerhin geschafft. Bahn fahren. Wir können doch alle mit der Bahn fahren, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, aber wer weiß, was hier außen liegt. Ich will wenigstens mal gucken. Ja, dann bin ich halt der ich komm mit. Die beiden können ja mit der Bahn fahren, ich komm mit dir mit. Okay, hier müssten wir wohl sehr doll springen, Alex. Das ist schon mal scheiße. Hier drüben liegt noch was. Edle Truhe. Oh ja. Greif mal rein. Was da drin ist. Nur ein Heiltrank und Pfeil des Donners. Okay. Mehr ist hier auch nicht, wie es aussieht. Und wir kommen von hier aus nicht rüber gesprungen. Also. Aber war doch gut. Wir haben einen Heiltrank gefunden. Ja, und einen Pfeil. Den kann Jusen wieder nehmen oder David. Jusen hat schon so ein paar coole Pfeile. Sollen wir euch das zurückfahren? Na doch, es gibt Sprengpfeile, Feuerpfeile, Fesselpfeile. Ja. Ich habe normale Pfeile gefunden, die du noch verkaufen kannst. Achso. Ah, es funktioniert nicht, okay. Also ich muss wieder zurückfahren zu euch. Oh, das wird, ich mach schon. Ich komm doch schon. Ich hab mich darauf. Was hab ich denn jetzt gedrückt, Leute? Wenn mein Inventar so komisch aussieht. Aber David guckt ja schon. Du kannst dein Inventar sortieren. Ah, da. Ich hab da die falsche Taste gedrückt. Alles gut. Oh, Freunde, kommt drauf. Phalerus? Sofort? Sofortus? Also Sofortus, genau. Sportus, Sofortus, mein Freund. How much is the fish? Genau. Okay. So. David, du bist schon da unten, oder? Ja. Ist hier schon alles gelootet? Nein, ich müsste eigentlich alles durch sein, ja. Müsste eigentlich alles... Okay. Ich bin halt von hier oben jetzt gerade gekommen und noch nicht zurückgelaufen. Hier ist auf jeden Fall ein neues Portal. Das ist gut, weil ich hier wieder irgendwas sehe. Wenn wir hier weiterlaufen,
geht's auf jeden Fall auch. Ich bin genau weiter. In die falsche Richtung gelaufen, ne? Also genau, du machst das Portal erstmal auf, genau. Cool. Das seid hier runter, ja. Da sehe ich gerade David. Kloster Rosenmoor. Lauf mal David okay. Hinterher. Ich glaube, hier geht's auch weiter, weil da ist wieder bei mir auf der Minimap so ein kleines Festzeichen. Der alles gelootet, ja? Ah ja. Okay. So aus. Dann hier gehen wir weiter. Was? Oh, Gegner, Freunde. Ja. Hier sind überall Gegner. Ich würde mich erstmal verstecken. Sperr dich mal wieder nach vorne, genau. Unsichtbar irgendwie machen, geht das? Ich würde auf jeden Fall spätestens an der Kante, wo Alex steht, stehen bleiben. Weil da würde ich stehen bleiben und dann müsste er die nach vorne locken, weil ich habe ja den Höhen- und Weitenvorteil und wenn die da vorne unten sind, genau wie bei David bei vielen Sachen, machen wir wesentlich mehr Damage. Leute, entspannt euch. Geht einfach hier durch die Wand mit WASD. Hier links durch die Wand, wo die Gegner sind. Aber du kannst nicht durch die Wand gehen, weißt du, was ich meine? Ja, aber du kannst da reingucken. Also die Gegner sind da alle drinne. Hier draußen ist keiner. Wir müssen reingehen. Aber wie geht's da rein? Die sind Bauch voll Feuerweilen. Die können wir wahrscheinlich anzünden. Also ihr könnt euch ja da drinne. Oh fuck, ich hab Cutscene. Ja, ich bin drinne. Oh. Wenn sie mit Feuer töten, explodieren sie. On your feet. Eigentlich wollte ich, dass ihr euch da erstmal umguckt. Where are you taking us? If this is about that weapon your friend was talking about, we don't have it and we don't know shit okay. About it. Silence! Move! Silence! No. I kill you! No, I'm not going in there! Alter, der schießt jetzt. I won't! Alter. Yep. Kann da hat der Alex. Ja, nicht erschossen, ist nur die Schulter. Ja, sind ja zum Glück keine Zwerge, ne? Oder? Genau. Ich meine, Gnome. Ja, deswegen. Zwerge mögen keine Gnome, weil sie kleiner sind. Sagst du. Bei Herr der Ringe sind Gnome ja eigentlich Hobbits, ne? Sagen wir, versuchen sie platt zu machen. Ich lass Alex erstmal vorschleichen und bleib hier an der Kante stehen. Vielleicht mich hier erstmal an, ja. Dann komm ich zu dir an die Kante erstmal. Und du kannst doch schon gerne nach unten gehen, Jusen. Du bist der Nahkämpfer. Also bis da so. Ach so. Ihr könnt verstecken. Okay, also, ich könnte jetzt, also ich muss das Tor hier auf jeden Fall aufmachen. Das ist verschlossen. Müssen warten. Ja, ich guck mal, ob ich hier drüben noch reinkomme. Bis hier hoch geht. Aber ich glaube, wir müssen da durch das große Tor gehen, anders kommen wir da nie rein. Okay, dann gehe ich schon mal zum großen Tor los. Ja, ich muss es aufmachen. Also. Das ist schon offen bei mir, das große Tor hier. Nein. Da weiter use. Achso, ja, sehe ich jetzt. Ist zu. Just out of view. Zaubert mit Sicherheit, okay. Ihr könnt herkommen, glaube ich. Ich stehe schon hier vor. Ich glaube, wir können auch hier reinspringen. Durch die Fenster. Ja, bei dir wäre der einzige Weg. So. Aber hier hinter ist, glaube ich, nichts hinter der Tür. Also ich sehe da jetzt erstmal nichts. Ne, wir können hier hinter das Glas springen und dann durch die Tür und dann in den Nebenraum, wo die ganzen Viecher sind. Uncertainty. Ja, ist jetzt die Frage, sollen wir da jetzt weiter, wo Pfeiler ist? Oder? Einer ist da gerade vor mir eingeschlafen, also wäre vielleicht cool, wenn hier schlafen mehrere. Okay, willkommen. Stay away. From the Githyanki. Also mal ein Stück zur Seite, damit er hier reinkommt. They're hunting you. They want the artifact. They'll stop at nothing to take it from you. Genau, einer liegt rechts um die Tür auch noch. Also wenn du da durchgehst, da lag gerade noch einer. Wo ist er hin? Alex, da liegt er alle mal heimlich zu töten. Ja, aber der schläft da noch, Alex. Wenn du durch die Tür gehst nach links, da ist ein Feuer, da liegt er direkt daneben. Ja, aber hier sind ganz viele Dinger. Wenn ich den da jetzt töte, links, also hier vorne ist auch einer. Na, du kannst mit WASD hier einfach rein, Digga, in den Raum. Ah, die da oben, ja. Ich hab nur den da unten gesehen. Ja, ne, hier sind Amok-Viele. Also wenn ich den da vorne jetzt wegkiller, dann kommen die, glaube ich, alle. Naja, aber wir haben hier die Enge, ne? Aber warte also mal, wir könnten diese Enge hier ausnutzen mit der Tür. Leute, da oben sind noch ein paar Betrunkene, ne? Die da so rumwandern.
Ja, also die werden, uns ziemlich schnell bemerken. Naja, aber man hätte auch schlecht von hinten kommen können, oder? Doch, hier oben hätte es einen Weg gegeben. Also ich kann denen jetzt so töten, da auf jeden Fall. Naja, wie wollen wir das machen? Es gibt hier drei Wege gerade. Wir können unten in die Mitte reinlaufen. Wir können von ganz außen Richtung Osten über die Felsen von hinten reinlaufen, wo die alle stehen, mehr oder weniger. Oder wir können hier unten jetzt reingehen. Das sind die drei Möglichkeiten. Also ich bin für die Choke hier durch die Tür. Kann Yuzen die... wenn Yuzen sich jetzt hier hinstellt, dann können die... Ey. Wo soll ich mich hinstellen? Ja, ich habe gerade meinen Pfeil ausgewählt. Hinter uns können sie auch kommen, Leute, ne? Also Alex, rechts von dir, hier hinten, da könnten die vielleicht rüberspringen. Siehst du das, wo wir reingekommen sind, rechts? Da ist so ein Loch und da sieht man schon Gegner stehen. Ich sehe das keiner, aber vielleicht bin ich so weit weg. Warum kann ich denn hier nicht markieren? Ach, alt war das. So, genau. Also wenn Yuzen jetzt hier steht. Ja. Okay, so wie jetzt. Warte doch mal, nein, hau doch mal ab da. Du sollst da nicht stehen. Mann. Hast du gerade gesagt? Nein, oh, Yuzen. Das ist eine Besprechung, Yuzen. Ja. Euch, Alter. Nee, was nein, entspann du dich doch. Sprech doch bitte weiter. Ja, also wenn du hier stehst, dann kommen die ja, dann müssen die ja alle aus der Tür an dir vorbeirennen, ne? Also hier quasi. Genau. Und das, was ich meine gerade, Alex, was kritisch sein könnte, ist das der Punkt. Hier oben, genau. Aber wenn ich könnte mich hier hinstellen, quasi. Und kann, wenn Yuzen, also dadurch, dass das hier eine erhöhte Position ist und die quasi da vorne alle bei Yuzen sind, kann ich mit einem Vorteil gegen die angreifen. Also als Fernkampf. Und kann alles, was hier hinten kommt, töten. Mhm. Und ihr beide könntet halt einfach hier rumstehen und helfen quasi. Also alles, was dann hier reinkommt und hier reinkommt. Bringt mir halt nur nicht so viel, weil ich muss erhöht stehen, damit ich doppelten Schaden mache und ich muss auch um die 10 bis 18 Meter entfernt sein, damit ich noch mehr Schaden mache. Also ich könnte mich maximal hier oben hinstellen. Aber da bin ich auch recht dicht dran, aber da hätte ich wenigstens die erhöhte Position. Naja, oder du teilst auf die erhöhte Position und nimmst nur halt die 18 Meter. Ja, aber die erhöhte Position bringt einen doppelten Buff, also... Wird schon mal gucken gerade, ob ich hier hochspringen kann. Oder wenn das nicht geht, dann ist er eh für den Arsch. Nee, geht wohl gar nicht, wie es aussieht. Und hier auf dit was? Dass du hier auf dit hier springst? Das geht wirklich so, gut. Wenn du da bist, dann kann ich jetzt erstmal den Typen da angreifen. Kann ich über... die Unsichtbarkeit hebe ich mir mal auf. Geil, der ist down. Nice, und hat keiner bemerkt. Nö. Nee. Okay, wen willst du als nächstes machen? Den hier oben vielleicht. Ah, okay. Ne, ich würde lieber unten einen Schlafenden machen. Let me go, Chef. Weil wenn du den da oben machst, kriegen die alle ein Betrunkenes mit, denke ich. Naja, aber so nicht Schlafenden. Die... Aber doch nicht die schlafen, oder? Ja, eher aber die, die wach sind. Ja, aber da oben sind noch zwei Betrunkene, die dahinter stehen, bei dem an der Leiter. Naja, okay. Ja, perfekt. Oh, jetzt kommen sie. Sonst entzündet es Fass, wenn es geht, Alex. Jetzt kommen sie. Ich stelle mich hier hin, wie gesagt, so. Okay. Nee, bis jetzt haben sie es nicht bemerkt. Ja, stimmt. Doch, jetzt. Ja. That kobold reeks of spirits. Fire could be explosive. Ah, nein, warum? Yuzen, komm mal weiter zurück, wenn's geht. Ja, steht da eigentlich ganz gut. Also, sonst würde ich da eine Fettpfütze hinmachen, da rutschen sie genau vor Yuzen aus, wenn sie runterkommen. Aber leider haben wir denselben angegriffen, das heißt, meine Attacke ist vorbei. Ja, ist doch nicht schlimm, ist doch alles in Ordnung. Noch ein Stück an Yuzen rangehen und eine Fettpfütze vor ihnen hinpacken, vor die Tür. Ne, bleibt ihr mal da hinten. Ne? Das ist schon ganz in Ordnung, wenn ihr da bleibt. Erstmal. Aber ich will ja mit meinem Zug auch irgendwas anfangen, weißt du? Na, du bist doch noch gar nicht im Kampf drinnen, Diggi.
jetzt habe ich schon beendet. Deine Initiative wurde noch gar nicht. Dann machen wir noch eine Fettpfütze bei der Tür und Jusen machen wir einander ein Stück. Ja, du bist aber dein. Jetzt ist deine Initiative drin. Ja. Weil David noch nicht. Ja, ich lasse erstmal Alex einen Zug und dann müssen wir mal gucken, was ich mache. Der ist tot. Ich sehe jetzt nur noch 6 auf der Karte. Oh, hinter uns glaube ich, da kommt einer, David. Der guckt schon Richtung Tür. Naja, aber ich komme da glaube ich nicht durch. Okay. Dann Alex. Ich bin immer noch versteckt, wenn jemand jetzt reinkommt, dann kann ich da angreifen. Nee, die kommen nicht durch, die kommen müssen durch die Tür. Da soll ich Richtung Tür gehen und vor der Tür eine Fettfalle machen oder nicht? Da steht kannst auch du immer nicht noch. Das von da machen? Du brauchst doch nicht Richtung Tür gehen, oder? Wenn du da hinten stehen bleibst, ist besser. Ich kann gar keinen Zauber oder irgendwas überhaupt wirken, sehe ich gerade. Ich kann nur laufen. Okay. Achso, weil du reingejoint bist, ja. Ja, du bist überrascht vielleicht, ja. Kannst dich verstecken. Dann greifen sie dich auf alle Fälle nicht an. Ja, und du hast Heimlichkeitsbonus oder Vorteil. Hab ich gemacht? Ja, dein Jusen kommt ein Stück zurück, wenn du kannst. Und dann kannst du ja mit einer Fernkampfwaffe noch draufschießen auf die. Hier stehen wir jetzt nicht gut, sagst du. Nee, wir locken sie rein. Im Notfall gehen wir noch weiter zurück. Weil da, wir haben immer enge Gänge und ich glaube, das ist halt besser. Dann gehe ich hinter mir zu dieser Leiche in die Nähe, ja? Ja, genau, hier so. Ja. Noch Strong drücken zum Umdrehen. Ja, mach ich ja mit, wenn ich mit Pfeil schieße. Genau. Aber bevor du den Zug beendest, wechsel dann wieder auf deine Einhandwaffe. Ja. Okay, noch 3. Und jetzt wird das Schwert nehmen, genau. Und dann beenden und dann gucken wir mal. Kommen alle runter, das ist sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, das gibt ja nur diesen Eingang. Nee, den hinten, wo David und ich stehen, da gibt's noch einen. Wenn du auf der Karte guckst, Jusen. Hier hinten gibt's noch einen. Ja, da müssen wir halt extra heftig springen, glaube ich. Ja, aber trotzdem. So, vor der Tür stehen 3 Alex. Unten sehe ich noch 4 und oben einen krasseren, der noch nach unten kommt. Ja, der ist 17. Die kommen ja, wirklich alle bis hierher. Nice. Ist der krassere dran? Der läuft auch nach unten. Ja, aber der hat ja oben nur 17, also. Soll ich meine Fettpfütze immer noch nicht versuchen? Ey, die Eichentür hat mehr Energie als der heftigste Boss hier. Ja, dann mach doch deine Eichen. Dein Fettfilm dahin, ist doch auch noch. Okay. So nochmal. David, würdest du auch in den Kampf teilnehmen? Oder? Solange keiner reinrennt? Ja, musst du nicht. Macht das so super, ja. Warum kann ich denn nichts einsetzen? Ja, dann schießt auf den Dreier und dann ist er weg. Ich glaub. Geringe Sichtlinie. Oh, deine Stiefel sind zu schwer. Ach so, weil das mittlere Rüstung ist, oder was? Ich zieh die aus. Ah, im Umgang mit mittlerer Rüstung ungeübt. Oh, okay. Ich kann dir aber die Spinnentreter wiedergeben, warte. Ja, hab ich schon. Alles gut. So, hier, Spinnenschritt. Hab ich gemacht. Du hast wieder Elementarwucht an. Ja, du hast wieder die falsche Tiefe. Ja. Ich hab dir die Spinnenschritt reingepackt. Alter, komm lieber hinter geht mir. Nicht. Geht nicht. Ja, das kostet eine Aktion, die anzulegen. Im Kampf. Weiter geht nicht. Gepasst.
Confuse und dann renn mal ran da an den. Ich schlag, okay. Hast du dich gebufft, ja? Ja. Ich kann höchstens schubsen, aber sonst kann ich da nicht mehr. Ja, schubst den mal weg. Den hier. Schubst den mal weg, bitte. Okay. War nicht wirklich geschubst. Schade eigentlich. Ohne mein Schild wäre ich nichts. Und den arkanen Schutz. Ja. Das macht euch schon relativ erstmal unverwundbar für die ersten Züge. Oh. So, Heiler, wenn du kannst, dann lauf weg. Ich habe mich jetzt vor dich gestellt. Ich hoffe, das reicht. Soll ich es versuchen, ne? Naja, du kannst auch einen Rückzug machen, ja. Erstmal einen Rückzug machen und deine Schuhe anziehen vielleicht. Du meinst wirklich Rückzug, ja? Ich zieh erstmal meine Schuhe an. Naja, ich weiß nicht, ist Rückzug bei dir eine Aktion? Bonusaktion. Okay. Nice. Was für ein Auftritt, Alter. Wirklich? Oder? Dann kann ich doch erst die Schuhe anziehen und dann Bonusaktion machen. Ja. Geiler Auftritt, David. Haben reines Geschehen einen weggekillert. Oh, nice. Hi. Alex, pass auf, das soll ich nicht One-Shot. Geht ab, Pimp. Ja, genau. Fehlschlag. So bin ich dran. Ich könnte die hinteren angreifen mit irgendwas. Und oh, David muss halt. Oh, den hat Alex schon mal weg. Dann mach erstmal den bei Usen. Und die hinteren kann ich mich auf jeden Fall kümmern. Ich denke mal, David vielleicht auch. Nur 3 Schaden, leider. Meine Zweitwaffe. Hättest vielleicht mit deiner Gitarre zuhauen sollen, die Waffe. So, jetzt kommt der eine noch. Und dann David. Ja, nice. Wollte er wegrennen, das meinte ich. Geil. Na, ja, dann haut die beiden da hinten weg, den 3er und den 9er. Ich nehme den 9er. Okay. Jo. Nee, da war wohl ein Fass. Ich habe alles gemacht, ja. Naja. Gut, dass ich euch nicht getroffen habe. Nochmal Glück gehabt. Ja, wir standen ganz dicht dran. Also, Haaresbreite. Sehr schön. Nein, wollte ich gar nicht. Was hast du gemacht? Da war einer im Pass drin. Muss ich nicht. Da war Jusen nicht drauf gefasst. Kann man so sagen. Die Mucke hoch. Was kann ich jetzt mit der Leiche machen? Wegwerfen oder was? Sie vergewaltigen. Ich will sie nicht vergewaltigen.
Warum denn nicht? Es ist so. Okay, Alex, okay. Rettungswurf? So, weil Blut und so. I'm exhausted. Nee, da ist noch somewhere to camp soon. Irgendwo. Ich bin in der Kiste. Soll ich die Kiste aufmachen? Oh, mach. Ja, ich wusste es. Da ist noch jemand in der Kiste. Wollen wir die Kiste auch platt machen? Ja, ich glaube hier, oder? Nee. Hier vielleicht dann. Fast wieder. Hier vielleicht dann. Das ist fast, das trinkt, das macht Schluck, Schluck, Schluck. Wollen wir es anzünden? Ja, Schluck, 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 ich hab's gerade gehört. Da unten, unten links. So. Ich glaube, das, was hier ist auch eins. Das hat. Über uns sind auch ja, Gegner. Siehst du? Ja, die geben 16 Erfahrung. Oder ne, 75 Erfahrung. So. Jo, ist ja, gar nicht schlecht für so ein Belo. Einfach mal weggesnickt. Wir brauchen nur noch 3600. Oh, aber. Immerhin. Besser als gar nichts. Wieso nebenbei, ne? Alex, wo willst du hin? Hier oben geht's weiter. Nach links hätten wir auch noch gekonnt, glaube ich. Na, da geht's durch die Tür durch dann, ja. I'll need to rest soon. Die ich da aufmachen könnte. Ich meinte hier unten. Noch bei dem Vorsprung, wo ich mit Usen jetzt nicht mehr mit Usen stehe. Wir können auch noch mal da unten lang gehen von mir aus. Ich denke mal, gucken, ich weiß nicht, was hier hinten halt ist, ne? Naja, dann lass doch zu zweit da noch mal lang gehen. Die beiden können ja da kurz warten. Ja, aber okay. Da muss schon einer springen. Ich glaube, der ein bisschen weiter springen kann. Du musst ja bis hier rüber springen, weißt du? Alex? Wie bist du? Und dann darüber hier ist ein Geheimweg. Nee. Der geht hier hinten lang. Komm mal. Aber da geht's doch nicht weiter. Nee, oder? Das ist glaube ich nur so, Digga, grafikmäßig. Glaub nicht, das geht da hinten weiter, bin ich mir ganz sicher. Nee, guck mal mit deiner BASD, Digga. Ja, sieht aus wie eine Sackgasse, hast recht. Ja. Also hier ist eine Barrikade auf jeden Fall vor mir. Ja, wartet mal da bitte kurz. Ja, machen wir ja noch. Oh, man kann klettern, wie ich sehe. Heiler und ich können noch hier unten nochmal lang gehen. Oh, man kann ja hochklettern, okay, interessant. Oder willst du jetzt nicht nochmal hier unten lang gehen, Peiler? Ich guck grad, wo du bist. Ich bin wieder da, wo wir vorher waren, durch die Fenster. Einfach den Weg zurücklaufen, Peiler. Na, bist du hoch oder runter gelaufen? Runter. Da, wo wir reingekommen sind. Bei dem Tor, was ich knacken muss. Ganz am Anfang. Wo wir durch die Fenster eingestiegen sind. In dem kleinen Raum. Wo wir gerade gekämpft haben. Ich bin da gerade wieder rein, wo wir raus sind. Aber wie gesagt, ich kann gerade nicht weiter rauszoomen. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist oder ob ich die falsche Taste drücke. Aber ich scrolle und scrolle, wie ich will. Ich kann ganz tief reinzoomen, aber nicht wirklich weit rauszoomen. Ja, da wo du... Da an dem Feuer weiter, genau. Da, ja genau. Da rein. Einfach da weiter. Durch die Fenster wieder durch. Ja, da sehe ich dich, ja. Einfach aus Gebäude rausscrollen könnte, dann hätte ich dich gleich gefunden, Alter. Within the artifact of feeling stirs. Ich kann das Schloss nicht knacken. Schloss knacken unmöglich. Aber hier ist so eine Leiche, die haben wir nicht durch. Your curiosity is getting the better of you. Okay, wir kommen ja nicht. Do not let it. Müssen wir da wohl später. Stay away from the Githyanki. Ja, wir müssen da lang, wo wir lang gelaufen sind. They're hunting you. They want the artifact. Das habe ich ja nicht bezweifelt. They'll stop at nothing to take it from you. So einige Wege gesehen, wo ich gedacht habe, naja, da hätte, aber könnte ja auch nicht. Also man hätte darüber springen können, wo wir jetzt wieder hinlaufen, aber da ist halt nichts. Nachdem ich danach geguckt habe, wie du es gesagt hast. Schade, da hätte so schöne Truhe liegen können da hinten in der Ecke. Es ist nicht Elder Scrolls, Digga. Naja, aber schon, was das angeht, schon extrem dicht dran.
was so eine Dichte erzeugen will und man findet doch mal ab und an Sachen und so.